Liebe Zuschauer, herzlich willkommen von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Daimler steht vor einer schwierigen Zukunft. Das Unternehmen nahm das Jahr 2019 zum Anlass, um über den neuen Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius ein massives Kostensenkungsprogramm zu initiieren. Dem fielen zahlreiche Faktoren zum Opfer. Premiumkürzungen für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder, Stellenstreichungen in den kommenden Jahren und zudem einige Fahrzeugmodelle. Hintergrund: Die Dieselaffäre kostete Daimler viel Geld, die Klimadiskussion lässt an der Innovationsfähigkeit zweifeln, die Schwäche der chinesischen Wirtschaft war schon vor Ausbruch des Coronavirus sichtbar und der Gewinn im Jahr 2019 brach um 2/3 ein. Charttechnisch betrachtet ist der Wert auf dem Weg dazu, alte Tiefpunkte auszumessen. Es ist kaum vorstellbar, so die charttechnischen und technischen Analysten, dass die Aktie sich schnell wieder auf den Weg Richtung 50 Euro macht. Insofern beginnt für die Aktionäre eine schwierige Zeit 2020.